Danny, bitte. Ja, Theresa, soll der Bewerber jetzt kommen? Ja, lass ihn bitte rein. Er soll kommen. Herein. Kommen Sie näher und setzen Sie sich. Nehmen Sie doch Platz. Bitte. Darf ich? Danke. Nicht so schüchtern. Sie möchten sich auf die Anzeige bewerben? Naja, ich dachte doch, dass Ihnen Ihre Sekretärin schon gesagt hat, dass ich... Wo liegt das Problem? Ich weiß nicht. Es ist bestimmt nicht einfach für diese Arbeit, Mädchen aufzutragen. Sie sehen gut aus, Mann. Wieso Probleme? Natürlich kenne ich eine ganze Menge Mädchen. Ich habe gleich gesehen, Sie sind dafür geeignet. Selbstverständlich kriegen Sie eine Gelegenheit, sich vorher einzuarbeiten. Dann wird es wohl nicht so schwer sehen sein. Sie? Ich glaube, Sie sollten die Stelle bekommen. Tatsächlich? Mhm. Warum nicht? Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Sie werden es schon schaffen. Außerdem kann ich mir vorstellen... Ich muss es ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr wichtig. Kennen Sie meine Magazine? Oder etwa nicht? Leider nicht. Sind Sie das auf dem Foto? Ja, ich heiße Theresa. Und du? Claude. Fein. Aber ich... Ich muss dich jetzt testen. Ja? Wer hat da O gesagt? Es gibt ja ziemlich wenige, die sich für diesen Porno, der da und dann gezeigt wird, interessieren. Aber jetzt haben wir ein Problem. Sie testen diesen Mann. Die Redaktion von 3 nach 9 hat das gesehen und hat sich dazu geäußert. Wir müssen uns hier jetzt auch dazu äußern. Sie testen diesen Mann. Wie nennen wir denn diesen Testvorgang? Wissenschaftlich, populär? Nein, nein, nein. Hey, wir haben nichts mit der Wissenschaft zu tun und auch nichts mit populär. Also wir nennen es nicht kopulieren, was Sie machen. Wir nennen es Bumsen. Man kann es so nennen, ja. Ja, wie nennen Sie es denn? Wie nennen Sie es denn? Das ist Sexualität, nichts anderes. Was ist das, Sexualität? Sex ist es, ja. Pornografie ist es. Sie machen Sex. Ja. Sie machen Pornografie. Wissen Sie, woher das Wort kommt? Das ja, ist richtig. Übrigens der Hans das Moser. Der Hans Moser ist der Mann von der Theresa Orlowski. Sind Sie richtig verheiratet mit Stammbuch? Richtig verheiratet, ja. Vier Jahre. Warum heißen Sie dann nicht Frau Moser? Ich heiße Frau Moser. Sie heißen Frau Moser, ja. Aber als Theresa Orlowski sind Sie die Chefin dieses... Ja, es hat so angefangen. ...dieses pornografischen Imperiums. Richtig. Zentrum Hannover. Hannover. Weiß der Albrecht das? Ich will's hoffen. Ich will's hoffen. Sonst weiß er gar nicht, was ihm entgeht. Was entgeht ihm denn? Eine ganze Menge. Jetzt machen wir es mal ganz nüchtern. Sie machen das schon ziemlich lange. Fast 20 Jahre jetzt, Sie, ja. Das heißt, Sie haben schon Pornografie gemacht, als Sie hier illegal waren? Richtig. Ja. Ich war ein Illegaler. Ich war ein Außenseiter dieser Gesellschaft. Da haben Sie ja gegen das Gesetz verstoßen. Habe ich, reichlich. Wie haben Sie das gemacht? Pfiffig? Nein, pfiffig habe ich das nicht gemacht, sondern ich war sehr unbedarft. Ich muss dazu sagen, ich habe relativ früh angefangen. Ich relativ früh haben relativ Sie mit Pornografie. Pornografie angefangen. Wie alt waren ich war, Sie? Knapp 22. Knapp 22. Es entstand dadurch, ich habe als Möbelverkäufer gearbeitet und habe eines Tages aus einem bisschen Frust an der Arbeitsstätte, habe ich mir eine Kamera gekauft und habe erstmalig in meinem Leben begonnen zu fotografieren. Und das hat mich so fasziniert. Es war eine Sache, die so meinen ganzen Freizeitraum einnahm. Und was haben Sie fotografiert? Gleich nackte Frauen? Nein, überhaupt nicht dran gedacht. Ich war ja genauso spießig erzogen oder aufgewachsen wie alle anderen auch. Wie ich, sagen Sie es ruhig. Ja. Und habe dann allerdings relativ schnell erkannt, dass das eine Sache ist, die mich also bindet. Das heißt, ich wollte das als Beruf machen und hatte dann natürlich nur die Möglichkeit als Amateur, was ich ja war, mit sehr viel persönlichem Engagement. Das heißt, ich habe also die ganze Nacht in der Dunkelkammer gestanden, die ich mir dann im Keller unseres Hauses geschaffen habe. Und bin dann teilweise, habe ich also die Möbel so verkauft mit geschlossenen Augen, weil ich war also immer im Schlafen leicht. Aber es befriedigte mich und von daher entschloss ich mich halt eben als Fotograf zu arbeiten. Es hat mich trotzdem befriedigt. Es ging um die Sache. Und ich habe
jede Hochzeit fotografiert, die ich fotografieren konnte. Das fing an mit Fotos im Freundeskreis oder im Familienkreis, also bei Festlichkeiten und solchen Dingen. Und es ging dann weiter halt, das war ein sehr kostspieliges Hobby zu der Zeit, hat man ja sehr wenig Geld verdient. Und ich war zu der Zeit jung verheiratet. Und aber der Hausstand, nicht Therese, das ist die zweite Ehe. Mhm. Der Hausstand musste ja nun auch aufgebaut werden. Und ich war allerdings sehr egoistisch, muss ich sagen, heute, dazu bekenne ich mich. Ich habe also sehr viel meines Einkommens dann für diese Sache aufgebracht, weil ich vernarrt in die Fotografie war. Und habe dann aufgrund dieser Tatsache versucht, semi-professionell zu arbeiten, beziehungsweise irgendwie den Anschluss an Redaktionen zu bekommen, um eben Geld damit zu verdienen, um dieses Hobby dann zu finanzieren. Und jetzt ganz schnell, wie sind Sie dann auf Pornografie gekommen? Ganz einfach. Ich habe sehr lange Zeit versucht, krampfhaft, mit sehr viel auch finanziellen Aufwand, an Verlage zu kommen. Ich habe damals noch nicht gewusst, dass ich bei den sogenannten Regenbogenpresse, dass ich da also die, beziehungsweise ich habe Mädchen fotografiert, dann die oben ohne waren, das heißt also nichts Schärferes. Und ich habe damals nicht gewusst, dass ich also das Mädchen dem Chefredakteur noch ins Bett legen muss, um ein Bild zu verkaufen. Das habe ich erst viel später begriffen. Aber Sie haben sich aber der Sache schrittweise genähert. Und dann habe ich, also aus der Sache die Quintessenz gezogen und habe gesagt, also warum dann nicht gleich richtig? Richtig, ja. Und seit wann kennen Sie Theresa? Wenn er ein bisschen viel redet, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass er ein Chauvinist ist. Es kann sein, dass er das auch ist. Mit Sicherheit. Aber er redet so viel, weil Theresa Orlowski nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, sondern wirklich aus Polen und weil sie des Deutschen noch nicht so mächtig ist. Also bitte verzeihen Sie ihm, wenn er so viel redet, und glauben Sie nicht, sie sei in dieser Art unterdrückt. Vielleicht ist es anders wie. Das ist genau nicht das. Was? Ist sie unterdrückt? Nein. Er ist nicht unterdrückt. Sie kann sich selbst dazu äußern. Also die gleiche Meinung oder Befürchtung war meine Mutter. Und nach ihrem Besuch bei uns, nach ein paar Wochen, hat sie zu mir gesagt, also ich hatte immer Angst um dich gehabt. Aber jetzt, ich muss sagen, der Hans hat mich einfach mit dir. Also die Rolle total umgedreht. War sie auch mit Angst zu uns gekommen. Lebt Ihre Mutter noch in Polen? Ja. Ist wieder zurückgegangen? Ja, sie war nur ein paar Wochen. Und Sie haben ihr hier nichts vorgemacht, sondern haben ihr genau gezeigt, was Sie hier machen? Ja, nicht direkt am Anfang. Aber erzähl das mal. Er hat ihr, wahrscheinlich haben Sie erst die alten Fotos von ihm gezeigt. Und Nein, das war ganz anders. Nein, sie hat Post gekriegt aus Deutschland. Später. Ja, nach halbes Jahr. Und in diese Fotos, ich war abgebildet. Und sie hat riesigen Schock gekriegt. Ich verstehe das auch. Ich habe ihr gar nicht gesagt, dass Herr Moser, Hans Moser damals, Pornograf ist. Und sie hat einen Brief geschrieben, sie war sehr verzweifelt. Und dann haben sie wir auch eingeladen. Und sie hat kennengelernt, Hans Moser, und hat ihre Meinung total geändert. Also das war nicht irgendein böser Mensch, der nutzt mich oder schlägt. Das ist total umgekehrt auch. Sie schlagen ihn. Das kann passieren. Spaß. Das habe ich nicht gesagt. Ihre Mutter ist, wie fast alle Polinnen und Polen, Katholikin. Katholisch, ja. Ich war auch. Sie waren auch? Ja. Ich war auch, ja. Sie waren auch Katholik? Ich bin auch Messdiener gewesen. Und was? Auch Messdiener? All diesen Schickimicki, ja. Was? Messdiener Schickimicki? Ja, das haben wir hinter uns. Das haben Sie hinter sich? Gott sei Dank. Und Sie haben da nicht irgendwann einmal solche Zweifel gekriegt, wie ich die als Erzogener, meine Grundausbildung ist auch katholisch, wie ich die gelegentlich habe, gerade auch bei solchen Sachen wie Pornografie. Ich entdecke da in mir und auch ein wenig außerhalb mir immer so einen kleinen Lumpi, der spitz ist. Ja, das ist doch... Das ist doch. Das beweist ja Ihre Menschlichkeit, würde ich mal sagen. Das geht hier alles so mit Applaus über die Bühne, aber hier sitzen drei Damen, die also das nicht einfach so hinnehmen wollen. Wollen Sie mal sagen, was Sie zu stillem oder lauterem Protest veranlasst? Ja, also ich finde das völlig entwürdigend und ich finde das auch affig, dass hier so eine schmierige Atmosphäre ist, dass ich hier daran so aufgegeilt wird. Also ich bin viel zu aufgeregt im Moment, aber ich finde, das ist irgendwie...
Es ist ganz klar ein Geschäft und ich finde das total albern, hier mit Liberalität und solchen Sachen zu argumentieren. Ja. Oh. Sie meinen entwürdigend jetzt für die Frau, die sich vor der Kamera da, na, von vorne und von hinten und ich weiß nicht was, wie betätigen lässt. Ja, allerdings, ja. Es ist entwürdigend und es ist ja. Oh, nee. Nicht so böse also, werden. Also Sie können echt hier rausgehen, ne? Das ist ja wohl absolut ekelhaft. Also ich... Ach, so eine Scheiße, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. So ist es die aber. Leute, die diese Filme nee, so anschauen und sie nicht belästigen, da dürfen sie froh drum sein. Ja. Nee, da bin ich überhaupt nicht froh drum, weil das überhaupt nicht stimmt. Das ist eine totale der Verarschung. Jeder, in eine Piepshow geht, das ist einer von diesen Leuten, der diese Filme kauft und diese Filme anschaut. Da dürfen sie froh drum sein, wenn dieser Mann sie nicht belästigt. Aus dem Grund können nee, sie nämlich morgen noch auf die mehr. Straße gehen. Ach, so eine Scheiße, ich kann doch so nicht auf die Straße gehen. Ja, vielleicht möchte sie belästigt werden, du siehst nicht. Ja, natürlich, das kann ich verstehen. Ich sehe das Bild hier vor mir. Also das ist hier eine ganz klare, einfache, feministische Position, so wie Sie eine Position haben vertreten hier, diese... Da haben Mädchen eine andere Position und sagen, die sei entwürdigend. Und das ist ja also nur nicht so ganz einfach von der Hand zu weisen. Entwürdiger ist wohl, wenn die Mädchen vergewaltigt werden oder belästigt werden. Das ist eine andere Art von Entwürdigung. Ja, aber die Dame will es selber. Lea, darf ich noch mal ganz kurz? Ja, bitte. Ich finde das totaler Quatsch. Das ist irgendwie sozusagen wieder so eine alberne Theorie, dass irgendwie Frauen nicht mehr vergewaltigt werden, weil es Piepshows gibt oder weil es Pornografie gibt. Das hängt zusammen. Das ist totaler Quatsch, dass das eine das andere dann ausschließt. Ich finde es auch Quatsch, wenn man etwas verurteilt, also ohne dass man selber also da mitgearbeitet hat oder wie auch irgendeine Weise. Verzichten, echt? Das ist ja unangenehm. Nee, aber also Mitarbeiter sollten sich mal die Filme angucken, ob ihnen das dann auch Spaß machen würde. Wenn bitte, ich an uns aber viel rede. Mach doch. Ja, Theresa, sagen Sie was dazu? Ja, habe ich gesagt. Wenn ich Ahnung, aber viel geredet.